Manche Menschen glauben, wir werden von einer Geheimgesellschaft beherrscht. Das ist die große Erzählung vom Deep State, vom Schattenstaat. Es gibt Netzwerke, die wir nicht sehen, die wir nicht begreifen, die aber eigentlich die Fäden in der Hand haben. Okay, klingt nach ewig alten, kruden Theorien. Könnte man sagen. Nur was, wenn doch etwas dran ist, die unsichtbare Macht aber ganz anders ist? Eine andere Spezies mit ungeahnten Fähigkeiten, mit Fruchtkörpern und einem verborgenen Netzwerk unter der Erde. Mushrooms are everywhere. Pilze sind überall. Man nennt sie auch Wood Wide Web, das Internet des Waldes. Nehmen wir an, Pilze würden über Leben und Tod anderer Lebewesen entscheiden. Sie hätten eigene Sprachen. Und schon vor Urzeiten Einfluss auf die Evolution genommen. Sind wir vielleicht doch nicht die Krone der Schöpfung, sondern leben in ihrem Reich? Werden wir von Pilzen regiert? Wir wissen zwar manches über Pilze. Sie sind weder Fleisch noch Pflanze. Etliche sind giftig und viele sind lecker. Aber das war's dann meist auch schon. Wer zum Beispiel weiß, dass sie Meister der Manipulation sind? Einige Pilze sind in der Lage, in den Körpern von Insekten zu wachsen und das Verhalten des Insekts in ihrem Sinne zu steuern. Ein gut erforschtes Beispiel sind Ophiocordyceps-Pilze, die in den Körpern von Rossameisen wachsen. Diese Ameisen bleiben normalerweise auf dem Boden, wo es für sie sicherer ist. Aber wenn sie von einem Ophiocordyceps-Pilz infiziert werden, wollen sie plötzlich in die Höhe. Dann klettern sie an Pflanzen hoch. Und wenn der Pilz in der richtigen Höhe ist, um Früchte zu tragen, beißen sie sich an der Unterseite eines Blattes fest. Man nennt das den Todesgriff. Jetzt tötet der Pilz die Ameise und lässt einen Stiel aus ihrem Kopf sprießen, von dem Sporen auf andere Ameisen herabregnen. Okay, Pilze machen Ameisen zu Zombies? Aber wie zwingen Lebewesen ohne Gehirn Insekten ihren Willen auf? Genau erforscht ist es noch nicht. Die Vermutung, der Pilz produziert Botenstoffe, die den Bewegungsapparat der Insekten aktiv steuern. So lässt er sie in die Höhe krabbeln, sich festbeißen und tötet sie. Wie genau das möglich ist, weiß man noch nicht. Könnten Pilze uns auf ähnliche Weise manipulieren und wir wissen das nur nicht? In gewisser Weise ja, denn schließlich sind Pilze überall. Wenn wir bei uns selbst anfangen, unsere gesamte Darmhöhle ist voll von Pilzen. Es sind eher Hefepilze, die zusammen mit Bakterien wichtig für die Verdauung der Nahrung und auch für die Ernährung des Körpers sind. Ob uns Darmpilze stärker steuern, als wir denken, wissen wir aber noch nicht. Es wird kaum dazu geforscht. Außerdem haben wir auch viele Pilze auf der Haut. Überall. In Bezug auf Fußpilz und Co. regieren Pilze definitiv die Welt. Aber das sind Parasiten, die nicht sehr gefährlich sind. Dagegen gibt es bei Menschen, die immunsupprimiert sind, schwere Formen der Infektion mit Pilzen, die zum Beispiel in der Lage sind, die gesamte Lungenhöhle zu durchdringen. Trotzdem, es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass uns die Pilze fernsteuern. Noch nicht. Wir denken, über 90% der Pilzarten sind noch undokumentiert. Und es gibt sehr grundlegende Fragen über die Koordination der Pilze, Grundlagen der Pilzbiologie, die wir noch nicht wirklich verstehen. Haben wir sie so lange unterschätzt, weil sie sich so gut verstecken? Wenn Menschen an Pilze denken, denken sie meistens an die Fruchtkörper der Pilze. Aber das ist nur ein kleiner Teil ihres Reiches. Der Hauptteil, die Wurzel, ist darunter. Man nennt ihn Myzel. Es ist der vegetative Teil der Pilze, der sich unter der Erde entwickelt. Aber er ist versteckt. Deshalb sehen wir das Myzel normalerweise nicht. Was wir sehen, ist der Fruchtkörper, der danach kommt. Mit dem Myzel kann ein Pilz unter anderem fressen. Es breitet sich in seinem Futter aus und zersetzt es.
Viele Pilze leben in enger Symbiose mit Pflanzen. Die Pilze bekommen Zucker von den Pflanzen und geben diesen dafür Mineralien und Wasser. Pilzmyzel kann mehr, als lange Zeit angenommen wurde. Und es ist größer als gedacht. Die Pilze beherrschen mit ihrem Myzel ein gigantisches Reich. Es liegt im Verborgenen direkt unter uns. Das Myzel besteht aus sogenannten Hyphen. Sie sind 5-mal dünner als ein menschliches Haar. Sie wachsen durch den Boden, teilen und verbinden sich wieder, wachsen um Hindernisse herum und haben hochsensible Fähigkeiten zur Wahrnehmung ihrer Umgebung. Es wird manchmal als Wood Wide Web bezeichnet. Ein Weg, um zu beschreiben, wie die Pflanzen in gewisser Weise durch Pilze sozial vernetzt sind. Teilweise können Substanzen durch das Pilznetzwerk gelangen. Sie verbinden Bäume und andere Pflanzen miteinander. Sie helfen dem Wald und den Pflanzen, CO2 für die Photosynthese zu absorbieren und Biomasse wieder in den Boden zu bringen. Pilze und Pflanzen tauschen auch Informationen aus, können einander vor schädlichen Bakterien und Insekten warnen. Ein extrem komplexes Netzwerk. So kann ein Teelöffel Erde bis zu 10 Kilometer Hyphen enthalten. Und würde man aus den Pilzfäden unseres Planeten einen Faden machen, wäre der halb so lang wie unsere Galaxie.